So, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Elden Ring DLC. Ja, letztes Mal haben wir Mesmer, den Pfehler, das Fürchten gelernt. Fand ich ziemlich cool. Ich habe den ohne Asche machen können. Habe ich ihn zerlegt. Und jetzt wartet Kollege, wie heißt der nochmal? Viras? Irgendwas, sowas. Unser Kollege Wahnsinn auf jeden Fall auf uns. Jo, und wir sind jetzt ausgerüstet hier mit klärende Boli, die uns den Wahnsinn wegnehmen, wenn wir dazu kommen, sie zu fressen. Und ja, genau. Versuchen unser Glück. Der ist nämlich echt bockhart, der Gegner. Also, der Boss ist wirklich der Shit. Und jetzt schauen wir mal, ob wir ihn irgendwie zu Fall kriegen. Ja, genau, ja. Die... Von da brauche ich jetzt noch nichts. Ich überlege mir kurz, ob ich noch was ausrüste. Und zwar hier. Asche mit? Nee, da, ich will nicht mit Asche machen. Nee. Machen wir nicht. Wir tryen den jetzt einfach mal so. Dann müssen wir, wenn der kommt, das schnell fressen. Let's go. The depths of... So. Jetzt. Ja, dieses Wahnsinn-Gespamme ist halt echt schon hart, ne? Wir haben es eigentlich echt gut geschlagen, bis zu dem Zeitpunkt, als uns das einfach voll so weggespammt hat, wieder. Mit seinem scheiß Wahnsinn, das ist echt irre. Oh, das nervt mich schon wieder. Your foolishness! Dumm.
Das ist echt der absolute Wahnsinn, der Typ. Also das ist echt ein harter Boss, ne? Also der macht einen Schaden, das kann man sich nicht ausdenken. Diese scheiß Boli-Zeug da, das schaffe ich eh nicht zu essen. Ich tue es jetzt also wieder raus. Weil sonst komme ich wieder nur ins Strugglen mit, The depths of your foolishness! Mist, die Scheiben. Oh Gott. Oh Gott, nein. Oh, leck mir am Arsch. Komm schon! Nein! Oh mein Gott! Er hat noch einen Schlag gebraucht! Nicht zu glauben, ey! Verdammte Scheiße! Ich kotz im Fünfeck! Ich kotz im Fünfeck! Nee! Ey, ich bin so am Zittern, ne? Vor Wut grad. So eine Scheiße. The depths of your foolish. Oh Mann, ey. Mann, das andere war so perfekt. Ich hätte den einen Schlag hätte noch gebraucht. Das ist nicht zu glauben, ey. Echt Wahnsinn. Ah, fuck.
echt nicht, was ich machen soll. Ich überlege gerade, ob ich diese Waffe hier mehr auf körperlichen Schaden auslege. Talentmäßig. Ob das dann, ob ich dann auf ihn mehr Schaden mache. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn ich praktisch... Wo ist die Kriegsasche da? Wenn ich die hier... Praktisch den... Den habe ich ausgewählt. Und den netzert auf Schwertrimme. Krass, der hat auf Standard mehr Schaden als auf schwer. Boah, das müsste man mal probieren hier wertig. Dann mache ich jetzt doppelte fast an Damage. Aktueller Status, ich mache 1439 Damage. Okay, 1439. Kriegsasche auf Wertig. Mache ich jetzt weniger Schaden. Wie geht denn das? Kapiere ich nicht. Wie ich jetzt weniger Schaden machen kann wie vorher. Obwohl ich viel mehr auf dem Papier hier stehen habe. Alles weniger angezeigt. Schaut sich das an. Viel weniger. Keine Ahnung, warum das so ist. Löst Vergiftung aus. Wäre auch immer interessant zu sehen, ob er dann vergiftet ist, aber viel weniger Damage. Viel weniger Damage. So. Kriegsasche machen wir wieder zurück. Und dann Attacke. Also. Verstehe ich echt nicht, warum das jetzt so krass, warum ich da so viel Schaden mehr mache. Aber okay.
Dirk 1 Grad noch. Mehr Resistenzen geben, oder? Gegen Feuer heilig mehr. Magie weniger. Jetzt probieren wir es mal anders. Of your foolishness! Mist. Sag jetzt nichts dazu. Schaden mache ich dann? 200 mehr, das ist schon ganz schön viel. Depths of your foolishness! Geiler Scheiß, hat mich anvisiert, ey. Boah, ich krieg's blank wie Fotzen, ey. Strich, Strich, Strich. Nee. Das hilft mir jetzt alles nichts. Ich brauch ein anderes Schild. Ich brauch das Schild einfach. Da hilft es nichts. So. The depths of your foolishness. Alter, warum zieht er nicht mehr an?
Ring! Ach, ihr leckt mich doch! Leck mich! Geh! Jawohl! Ich hab ihn! Ich hab dich, du Drecksau! Ich hab dich gekillt! Ich hab dich gekillt! Wieder einer weniger von euch Spastis! Boah, einer ist das noch! Yo Mama da! Boah, bin ich auf Adrenalin. Jetzt endlich, ey. Jetzt kriegt ihr alle auf die Schnauze, Junge. Jetzt noch der Endboss und noch ein anderer Bereich. Huh! Ja, Mann. So sieht es aus. Alter. Ich bin gerade so gehypt. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Stufenaufstieg. Geist. Jawoll, ey. Let's go, sag ich nur. Let's go. Das ist mir gut abgegangen hier. Passt. Puh. Okay. Jetzt machen wir was Folgendes, und zwar zuvor wir zum Endboss gehen. Ich habe mich immer schon gefragt, was hier noch ist. Ja, ich war das schon zwar, glaube ich, aber ich dachte mir immer so, hä? Kann das sein, dass hier nichts ist? Aber anscheinend habe ich da was gewaltig übersehen. Und deshalb werden wir da jetzt mal hin düsen und gucken, was da auf uns wartet. Hier, also die Würmer sind ziemlich angry, wenn man hier auf jeden Fall vorbei düst. Warum auch immer. Ah ja, und dieser Trottel, stimmt. Der war hier. Der ist aber ziemlich krass, glaube ich. So ein. Ja. Der Dude. Hier. Irgendwas muss hier sein, oder?
absolut komisch, ne? Überall diese lila Lilien da, tiefviolette Tränen. Whatever this is, wachsen die wahrscheinlich hier. Und hier habe ich wahrscheinlich das Item schon geholt. Angeblich, ja, geht es darunter und stimmt tatsächlich. Das ist mir beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen. Hier geht es echt runter. Krass. Jetzt weiß ich, warum die alle am Rand sind. Damit sie einfach auf den Kopf fallen können. Gar nichts. Oh, ein Spielstand, okay. Noch einer. Hier ein Spielstand? Nee. Wäre ja zu schön gewesen. So, wo geht's jetzt hier runter? Hier? Wow! Au! Ich sehe einen Scheiß. Feuer. Was haben wir denn hier Schönes? Da mache ich noch irgendwelche. Runden zum auf den Kopf werfen? Nee. Moment mal kurz. Wir sollten unsere Ausrüstung überdenken. Und zwar Arznei passt. Alle Schadensresistenzen. Und hier auch den hier brauche ich nicht mehr mit dem Wahnsinn. Dann nehmen wir stattdessen.
Resistenz gegen nicht körperlichen Angriff oder Immunität, Robustheit, Blutung und Frost, Gift und Fäulnis. Heilig, Schadenresistenz und sonstiges. Nach jedem kritischen Treffer. Maximale FP, Regeneration, 5 Flaschen. Maximale Ausrüstungsgewicht. Boah, keine Ahnung. Leute, bin ich gerade überfragt, was ich hier machen soll. Ich glaube, dass das hier gar nicht so schlecht ist. Oder senkt den FP-Verbrauch. Mist, Leute, ich weiß es gerade nicht, sorry, dass ich hier gerade so lange Zeit brauche. Frost. Das können wir uns mal alles anschauen. Das ist halt schon krass, ne? Ich überlege, wie wenig das mir gibt. Echt ziemlich blöd. Na komm, wir nehmen das, wo einfach gegen alle nicht körperlichen Schäden besser ist. Und das ist, genau, gegen Robustheit,
Das ist eine gute Sache. Passt. Sind wir gut ausgerüstet. Und jetzt sind wir unten angelangt, hier in diesem lustigen Bereich. Nehmen wir andere Waffen. Ha? Tun wir uns das mal an. Feuer vielleicht? Oder kämpfen wir mit dem hier? Weil. Mit dem Bluthund. Das Ding 8 oder 10. Könnten wir aber eigentlich auch ein anderes Schild nehmen, ne? Weil ich brauche eigentlich das Schild jetzt nicht für dieses. So Schild, bei Schildern ist immer nur interessant, welche Bosse man braucht. Schilde hier. Mit Hilfe der Waffenfertigkeit geworfen werden. Diskuswurf. Das ist lustig, das will ich mal ausprobieren. Was braucht denn das FP zum Werfen? Was? 3 nur? Und macht 72 Damage. Was? Ich habe so viele Seelen. Ah, okay, aber es ist gegen körperlich natürlich nicht so geil, ne? Hahaha. Witzig. Schmiedeschriftschild. Lass mal hochleveln, das Teil. Wir wissen, wie das abgeht. Moment, sorry. Geld, scheiß drauf. So. Wenn ich die Kriegsasche jetzt noch aufs Schild. Moment, kann ich das? Wenn ich das nicht ausrüste? Auf der Kriegsasche auf das andere Schild geht es? Nein. Lustig. Lass mal ausprobieren, das Ding. Lass uns kurz ein paar Steinchen kaufen, damit wir nicht mit so vielen Runen da unten runtergehen. Also echt witzig hier. So. Stufe 1 haben wir, Inventar 8.
auch Steine kaufen bis zum Abwinken. Ah, ich habe übrigens Scheiße erzählt. Man kann nicht alle Steine kaufen. Die uralten Steine kann man nicht kaufen. So, 23k. Ausgegeben, ohne Ende die Kohle. Und jetzt hat der das. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Der erste Gegner, den ich sehe, der kriegt hier ein Schild in die Fresse. Was? Ach du Kacke, ey. Hä? Was? Hä, ich dachte, ey, alter Miyazaki, was ist mit dir denn los? Ich dachte, dass das hier schon groß ist, aber es gibt eine unterirdische Welt auch noch, oder was? Warum hat es jetzt hier nochmal ein Leuchtfeuer? Das ist überhaupt nicht unnötig. Nein. Oh mein Gott, ich verliere einen Strich. Es ist so schlecht einfach nur. Solche Momente, wo du selbst denkst, ich könnte mich selbst am liebsten ohrfeigen, Alter. Oh. Oh, ist knapp. Okay. Der Sprung ist ja. Sprung ist doch gar nicht mehr so ohne. Ketten machen, ne? Die sind schon ziemlich geil, ne? Vorsicht war hoch. Ah, ja, okay. Was? Was ist das Kombos, Digga, schon mal her? Schon geil. Also, soll man schon sagen, das macht schon übelst Laune. Was für Kombos du da möglich ermöglichen kannst mit dem Ding.
jetzt hier hoch. Oh, da ist ein Typ. Was? Ach scheiße, ich wollte Diskus ja werfen. Einmal testen. Hier. Blick! LOL! Was? Das ist ja heftig, dass das Ding Schaden macht. Hier? Gar nichts, oder was? Toll. Ha. Witzig. Das Schild merkt man so auf jeden Fall mal. Das ist ja echt geil. Das ist echt gut. So. Und jetzt nehmen wir unseren Spaß wieder hier. Oh, fuck it. Das war wohl sehr witzig bei dem. Einmal gelacht. Komm doch. Okay. Na komm. Na komm. Was ist denn das, was die da für ein Zeug haben? Ist das neue? Ist das Kälte? Was ist denn das? Keine Ahnung, was das für ein Schadenstyp ist. Leck mal das Schaden gerade. Oh.
sagen, das war gerade echt Damage. Wegen der Rune. Toll. Wegen der Rune, der ganze Spaß hier mit denen hier. Mit den Kollegen hier. Typen, ey, tut mir schon ein bisschen leid, wie die hier gerade vergewaltigt werden von mir. Ging schon dezent aufs Maul. Ja, der Baum von aus. Muss man da hin? Nee, oder? Aber irgendwas muss hier geben. Wenn da solche zwei trotteligen Trottelköpfe da. Nein! Du Hurensohn! Der blöde Wichser! Oh nein! Oh, Menno. Okay, jetzt ist mir zumindest, dass wir oben nicht mehr lang müssen. Komm! Lauf. Ach so, ja, genau, hier bin ich runtergefallen. Den machen wir da noch kurz. Also sind mehrere. Komm. An der Box mich da einfach runter. Da einfach daher und kickt mich runter. Skandal! Okay. Wie ich mir dachte, ist einfach nur nix. Der Loot wird weniger und lässt zu wünschen übrig, Herr Miyazaki. Thank you.
oh. Eins darf ich nicht unterschätzen. Die kann man zwar leicht fertig machen, ja, also ich bin sehr, sehr gut gegen die gerade und am Start mit der Waffe, aber sie haben einen heftigen Damage-Output wie alles andere. Deshalb don't get too silly. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich kann es kaum erwarten, was hier noch so abgeht. Ich finde es schade, dass halt diese fetten Orks hier, die jetzt eigentlich hier schon ständig in den anderen Welten vor uns waren. Also die waren hier schon oft vertreten im Spiel bis jetzt. So schade. Können wir zufällig... Nein. Sehen Schattenreis, wir haben... mehr Skadobaumfragmente. Gut. Gehen wir mal zu dem hin. Was will er uns erzählen? Gütiger Michele. Kein Mensch weiß überhaupt, ob das eine Frau ist oder ein Mann ist. Müssen wir hingehen. Hey Michele, was sind deine Pronomen? Ich bin eigentlich ein Schattenwolf, aber einer aus Yu-Gi-Oh! Was zum Fick? Umweg voraus, Vorsicht vor Gegner. Umweg voraus, aber warum? Waffe voraus. Na dann, wir können uns ja zurückporten, wenn es ist, ne? Macht ja nichts. Haben wir ja bloß 94.000 Seelen, aber die Seelen sind hier scheißegal. Wertvolles Objekt voraus, da unten. Was ist hier? Oh nee. Ja, das meine ich. Erst die Orks gekopy und pastet von da oben und jetzt auch noch die Vögel. Die sind ja gefühlt echt in jedem Bezirk sind diese Vögel. Und hinten sehe ich da hinten. Ah, Würmer sehe ich da, okay. Hammer! Sind die immer noch so anfällig gegen Feuerschaden?
ganzen Zeit. Sau. Purpurnes Schwert von Trina. Das schreit schon wieder nach Magie, aber ich kann es tragen sogar. Magisch? Verursacht Schlaf! Geil! Das ist eine coole Sache. Gerades Schwert, Stich. Das ist ein Schwert, wie ich es noch nicht habe. Was ist das für eine Fähigkeit? Talent, Nebel des ewigen Schlafs. Er schafft einen violetten Nebel, der sich über einen weiten Bereich vorwärts ausbreitet. Belegt Gegner mit ewigem Schlaf. Cool, und dann kannst du die vermöbeln. Nicht schlecht, das müssen wir auf jeden Fall upgraden, würde ich sagen. Das werden wir auf jeden Fall leveln jetzt, wie Sau. Ja, das Dumme ist nur jetzt, ich muss mich jetzt sowieso porten. Oh, muss ich nicht. Was? Überall lang geht. Alle. Das macht der total leckliche Marsch. Gegen die anscheinend richtig, ey. Nur ein Schrott. Man bekommt hier echt nur Müll. Was war für Suche? Ach, da unten. Da war ja schon.
Oh, ich wollt. Leck mich. Mega witzig. Alle stehen den Schießen, oder was? Das ist euer scheiß Ernst jetzt das. Ah, wo ist denn das nächste Leuchtfeuer? Wahrscheinlich ist es noch eine Weile weg, ja. Aber wir müssen ja... auf jeden Fall dieses lustige die Waffe auf jeden Fall modeln, aber wartet mal kurz. Ja, was wir wissen, und zwar wenn ich den hier weg mache, okay, das muss doch irgendwie Schlaf zu tun haben, irgend sonst ein Scheiß. Also das auf jeden Fall ist, das ist nicht Gift und Fäulnis. Blutungen, Frost. Robustheit. Fokus. Irgendwas, dieses gegen Schlaf. Ist das Schlaf, was die da machen, oder nicht? Ja. Alter, du... Oh mein Gott. Wenn wir das Ding jetzt die ganze Zeit auf das geht, gibt es ja Gott sei Dank mein Captain America Schild. Wie? Okay. Das geht natürlich hier nicht. Pisst mich jetzt schon wieder an. Sowas meine ich nämlich. Das ist einfach nur ekliger Scheiß. Ja, der ganze Scheiß wegen sowas. Ich werde ernst. Wegen der Grabteile der Acht gehe ich hier hoch. Die ganzen Anschießen von diesem Scheißhaufen.
mit sowas kann ich echt hart ragen, ich schwöre. So ist einfach nur hart auf dem Piss. Oh. Noch mehr! Da wieder so ein Schießding! Oh, das war knapp. Blöde Sau. Blöde Sau. So, jetzt haben wir wieder ein Leuchtfeuer angebracht, ne? Leuchtfeuer, wer sagt's denn? So. Sehr schön. Tolles Level bis jetzt. Gefällt mir richtig gut. Nicht. Und ich sag erst einmal ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Wir leveln jetzt unser Schwert auf und dann bin ich hier wieder zurück. Bis dann.